Geisterstunde. Genau die richtige Zeit, um Dungeons 3 zu starten. Ja, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar schaue ich mit euch das Spiel Dungeon an. Habe ich von Entwickler Calypso bekommen. Bedanke mich schon mal herzlich dafür. Und jetzt möchte ich mit euch eigentlich das Spiel mal ansehen. Ganz kurz schauen, ob die Optionen noch eingestellt sind, die ich da im Vorfeld getroffen hatte. Vor allem soundmäßig. Ja, eigentlich schon. Gut. Okay, soll ich sagen, starten wir mal ein neues Spiel? Die Hauptkampagne natürlich. Der Schatten des absoluten Bösen. Der Schatten des absoluten Bösen hatte das Meer überquert und hielt Ausschau nach dem gewählten Ziel, einer Dunkelelfe namens Talia. Okay, dann spielen wir mal. Es war einmal vor langer Zeit. Das absolute Böse hatte, im famosen Vorgänger dieses Spiels, die Welt unterjocht und das Gute besiegt. Nun, in einer Welt voll Verderben, verbrachte es seine Tage damit, Cocktails aus den Schädeln der Feinde zu schlürfen und bei einem gegrillten Einhorn am Spieß neue Pläne zu schmieden. Dummerweise gab es da nicht viel zu schmieden. Ein paar Hosenzieher bei den Orks, hier und da ein Streich bei den Schnodderlingen. Es gab nichts mehr, das man noch hätte erobern können. Wochen und Monate vergingen und das absolute Böse wurde immer verschwiegener und zog sich zurück. Tief aus dem Dungeon des deprimierten Bösen hörte man ab und zu ein Murmeln, welches aus dem geheimen Geheimlabor kam. Seine Kreaturen machten sich von Tag zu Tag mehr Sorgen und vermissten irgendwann sogar seine genial bösen Streiche. Irgendwie war es für sie verwirrend, mal nicht geschlagen, gefoltert und in den Tod geschickt zu werden. Andererseits auch eine nette Abwechslung. Die Äonen verstrichen und die Einhörner gingen zur Neige, als plötzlich, eines wunderbaren Tages, das geniale Böse sein Geheimlabor freudestrahlend verließ. Es hatte ein neues Ziel gefunden. Ein unbekannter Kontinent, wie in Fortsetzungen häufig zu finden, lag im Osten, vor dem niederträchtigen Bösen nur durch ein lächerliches Meer geschützt. Sofort ließ es eine Flotte bauen. Diese war so gewaltig, dass sie den Horizont verdeckte und war mit den kampfstärksten Kreaturen des verschlagenen Bösen bemannt. Die Flotte setzte zur Überfahrt zu diesem neuen Kontinent an, fuhr aus dem Hafen und sank. Davon ließ sich das sich nicht um seine Kreaturen scherende Böse nicht beeindrucken. Es setzte seine Goblins daran, eine noch viel gewaltigere Flotte zu entwerfen. Diese neuen Schiffe waren gigantisch. Besetzt mit den zweitbesten Kreaturen des verschlagenen Bösen, brach die Flotte auf und sank ebenfalls. Das genervte Böse unterdrückte seinen unerbittlichen Zorn auf die Schiffsbauer. Offensichtlich musste es sich selbst um die Sache kümmern. Mit einem Seufzen setzte es zu einem Zauber an und erschuf einen Schatten. Ein Geschöpf absoluter Schwärze und Bösartigkeit. Dieser Schatten flog nun über das Wasser gen Osten. Dort würde es ein Gefäß finden, ein korrumpierbares Wesen, dass dieses Land im Namen des Bösen einnehmen würde. Okay, was für eine Gestalt werden wir dann im Endeffekt haben? Ob es mit die Elfe da was zu tun hat im Bild? Werden wir sehen. Der große Paladin Thanos, Held der noch viel östlicheren Königreiche und ein widerwärtig guter Zeitgenosse. Gerade besuchte er zusammen mit seinen Kameraden die ermüdende Bibliothek in Twistram, um nach seiner Ziehtochter Talia zu sehen. In Twistram? Nun, Talia, berichte mir von deinen Studien. Kommst du voran mit den Schriften der alten Weisen? Ja, Thanos.
Ich habe es langsam verinnerlicht und bin dem Guten einen Schritt näher gekommen. Das Verlangen in mir, Böses zu tun, ist besiegt. Wirklich? Ausgezeichnet. Ich bin stolz auf dich, mein Kind. Widme dich weiter deinen Studien. Ich werde nach Sturmluft reisen, um ein paar Dinge zu klären. Ich werde aber bald zurückkehren. In der Zwischenzeit wird mein treuer Freund Grimli die Lande beschützen. Sollte dich etwas bedrücken, kannst du dich an ihn wenden. Nicht wahr, Grimli? Ei, natürlich, Thanos. Ich werde auf die verdammte Elfe, ich meine dein Mädchen, ein Auge haben. Du kannst dich auf mich verlassen. Dann auf bald, meine Freunde. Möge die Göttin über euch wachen und das Licht ewig leuchten. Gute Reise, Vater. Ich werde dich mit Stolz erfüllen. Gut ist, wer Gutes tut. Also zu diese unerträglichen Floskeln sorgen immer für einen widerwärtigen Geschmack in meinem Munde. Diese unnatürlich guten Helden ahnten derweil noch nichts von der Bösartigkeit, die sich im Süden gegen sie zusammenbraute. In einem Moment graste dort noch eine Schafherde. Und im nächsten Moment mit einem sinnverwirrenden Knalleffekt, der die Hälfte unseres Special-Effects-Budgets verschlungen hat, trat der Schatten in die Welt. Sein Ziel, eine Dunkelelfe, gefangen zwischen Gut und Böse, war ganz nah. Als sich der Schatten des unsäglich bösen Bösen durch die Welt bewegte, starb diese um ihn herum. Pflanzen verdorrten, Tiere vergingen, amerikanische Serien wurden abgesetzt. Quasi wie ein Picknick mit meiner Familie. Okay, ganz kurz zum Dialog vorhin. Tristram. Soll sicher eine Anspielung auf Tristram sein aus Diablo. Dann der Grimli, der auch sogar Gimlin sein könnte, aus Herr der Ringe. Und dann aus Sturmluft, das natürlich Sturmwind sein sollte aus WoW. Lustige Wortspiele, die ich alle erkannt habe natürlich. So, ist die Frage. Wo ist die Elfe? Warte mal, ist da jemand? Der Schatten des weit entfernten Bösen fand sich ganz in der Nähe von Tristram wieder. Er konnte die Präsenz seines Ziels förmlich spüren. Nehmt diese Laternen, Männer, und lasst das Licht der Göttin leuchten, denn die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Außerdem liegt hier ein Haufen Pferdedung herum. Ich bin vorhin schon in einen getreten. Für die Dunkelheit. Oh, ich meine, für das Licht. Tut mir leid, ich bin noch in Ausbildung. Ach, das ist jetzt etwas suboptimal. Natürlich war der Schatten des übermächtigen Bösen eine unsagbar kraftvolle Kreatur, aber mit Licht hatte er es nicht so. Es war sicher klug, dem Lichtschein der Laternen fern zu bleiben. Okay. Laternen, überall verdammte Laternen. Der reinste Martinszug. Man könnte meinen, irgendein Verrückter hat die hier aus reiner Böswilligkeit aufgehängt. Dabei bin ich doch hier für das Böse zuständig. Wie auch immer, der Schatten des gemütlich vor seinem Kamin eingekuschelten Bösen war äußerst anfällig für Licht und würde darin unweigerlich Schaden nehmen. Es war wichtig, Lichter tunlichst zu meiden. Okay, wo ist jetzt hin? Der Schatten erreichte den Eingang von Tristram. Dieser war glücklicherweise nicht verschlossen, dafür aber hell erleuchtet. Gott sei Dank patrouillierte davor ein unglückseliger Wachposten, den der Schatten mittels seiner immensen Kräfte übernehmen konnte. Was war denn das? Ich glaube, das dritte Bier vorhin war schlecht. Leider herrschte die Übernahme durch den Schatten nur für eine begrenzte Zeit, ehe sich die Wache befreien konnte. Immerhin reichte es aber, um das Tor zu passieren.
Nicht weit entfernt befand sich das Ziel des Schattens, Talia, die Dunkelelfe. Schon bald würde sie abermals auf der Seite des Bösen kämpfen. Möge die Göttin mit euch sein, meine Freunde. Es ist bald soweit und das Waisenhaus in der ermüdenden Bibliothek wird eröffnet. Kommt zum großen Platz und nehmt an den Feierlichkeiten teil. Nun, ich weiß ja nicht. Ich hatte eigentlich schon den Abend in diesem Badehaus. Freunde, dieses Waisenhaus ist sehr wichtig für meinen Vater Thanos. Ihr wisst schon, dieser mächtige Paladin, den ihr keinesfalls beleidigen wollt. Schon gut, wir kommen ja. Ausgezeichnet! Möge das Licht der Göttin über euch erstrahlen und wir uns gemeinsam zu diesem berauschenden Spektakel am großen Platz einfinden. Folgt mir, meine Freunde. Für das böse Licht, meine ich. Haltet das Licht schön hell, denn die Nacht ist dunkel und voller Schnecken. Oder Schnacken? Naja, irgendwas in der Art. Okay, die Frage ist jetzt, kommt sie zu uns oder kommt sie nicht zu uns? Okay, müssen wir uns außen rum bestimmt. Kann man den übernehmen? Ach, so geht's weiter, okay. Die Frage jetzt macht er, okay, der geht da durch. Der spielt unten durch. Aber wie wir das Licht zurückdrängen, trotzdem noch, ne? Wow, wir müssen Erzmark übernehmen. Ist ja krass. Übernehmen, schnell. Halte die Laterne nicht so in mein Gesicht, Junge. Ich bin Grimmi. Gut, da sind wir durchgekommen. Talia ist irgendwie hier durchgelaufen. Oben durch irgendwie. In der Ferne hier konnte man die unerträglich guten Glocken einer Kirche hören. Dies musste die Ankündigung der Einweihung des Waisenhauses in der ermüdenden Bibliothek sein. Helden mit Laternen begannen sich dorthin aufzumachen. Der Schatten des bei Rot über die Ampel gehenden Bösen fluchte, oder er würde es getan haben, wenn er einen Mund gehabt hätte, und versuchte den Laternen, so gut es ging, auszuweichen. Oh oh. Aus freien Stücken so zahlreich erschienen seid und... Oh oh. Jetzt übernehmen wir sie. Endlich! Endlich war es soweit und der Schatten des Rechts überholt... Mein Vater wäre sehr stolz, wenn er heute bei uns sein könnte. Es ist in seinem Sinne, dass wir den Jungen und Schutzbedürftigen hier ein Zuhause geben. Deshalb freue ich mich, dieses Waisenhaus in Schutt und Asche zu legen und euch alle gleich mit dazu. Was hat sie gesagt? Sterbt! Okay. Ich reiße euch in Stücke. Ich spüre die Kraft in mir. Sie ist... über 9000! Ungeahnte Kräfte wurden in Talia freigesetzt. Die schwarze Magie der Dunkelelfen. Sofort machte sie sich daran, diese Mächte des Chaos auf die Welt loszulassen. Ich reiße euch in Stücke!
Die Dunkelelfe wütete unter den Wachen Twistrams. Dabei baute sie eine gewaltige Energie auf, die sie mit einem Kamehameha als kanalisierten Strahl in die Welt entließ. Währenddessen Dragon Ball. Wartete man in der ermüdenden Bibliothek bei Kaffee und Kuchen darauf, dass Talia erscheinen würde, um das Waisenhaus zu eröffnen. Der Energiestrahl traf und ließ den Kuchen zu Asche zerfallen. Ach ja, und auch den Rest des Gebäudes und alle, die sich darin befanden. Das selbstverliebte Böse klopfte sich ob dieser Tat selbst auf die Schulter. Oder hätte es gerne getan, aber die Metallrüstung ließ dies nur unter grässlichem Klonken zu. Aber dafür hatte man ja Schnodderlinge. Offensichtlich hatte der Schatten ein ideales Gefäß mit dieser Dunkelelfe gefunden. Talia hatte sich mit der Auslöschung der ermüdenden Bibliothek und der Vernichtung von Halbtwistram schon zur bösesten Mitarbeiterin des Monats gemausert. Mit der Zerstörung eines Waisenhauses und dem Werfen von magischen Geschossen auf unschuldige Bürger war sie sofort zur Lieblingsgehilfin des seine Gehilfen verheizenden Bösen aufgestiegen. Nach ihren Taten zog sich Talia in die Gewölbe unter den Ruinen der ermüdenden Bibliothek zurück. Zwischen der dortigen Schlachterei und den Gemächern des verrückten Erzbischofs Lazarus machte sie sich bereit, im Namen des ultimativ Bösen etwas Mächtiges zu erschaffen. Ein Dungeon-Herz, Grundstein der Macht eines jeden Dungeons. Weit entfernt war Thanos, der Paladin des Lichts und Talias Mentor, auf dem Weg in die Hauptstadt des Reiches, Sturmluft. Naiv und gutgläubig wie er war, pfiff er gut gelaunt vor sich hin und ahnte nichts von Elliot. Seiner Ziehtochter. Zwar war ihm bewusst, dass eine Dunkelelfe immer einen bösen Kern in sich trug, aber er hatte gehofft, diesen durch religiöse Indoktrination mit verrückten alten Schriften besiegen zu können. Tja, falsch gedacht. Twistram in Trümmern. Die Dunkelelfe Talia hatte sich dem Bösen verschworen und die ermüdende Bibliothek in Schutt und Asche gelegt. Nun fing sie an, sich eine kleine Machtbasis in deren Gewölben zu errichten. Einen ersten Dungeon. Okay. Ja, und ich würde sagen, wir beenden jetzt hier mal die Folge. Ich bedanke mich schon fürs Zusehen, wie gesagt. Ich bedanke mich an Calypso für den CD-Key, den ich gekriegt habe, um euch dieses Spiel hier zu zeigen. Seht diese diese Folge hier als Vorschau an. Wenn ihr gerne es mehr sehen möchtet, dann schreibt das gerne in die Kommentare, dann werde ich dann bei Gelegenheit auch weitere Folgen aufnehmen. Hier vorerst mal pausiere ich jetzt zuerst und ja, schau mal zu, wie eure Meinung dafür ist und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dann, bye bye. Vielen Dank fürs Zusehen, die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.